Ich habe mir ja Werner Feigl zum Vorbild genommen. Morgens um 17:30 rief der an und sagte: Jan, das wird so und so ausgesprochen. Und da habe ich gesagt: Werner, es ist 17:30. Und dann sagte er: Das wird auch um 17:30 so ausgesprochen. Das ist doch schlimmer als Jan Hofer, der mich mitten in der Nacht anruft, um mir zu sagen, wenn ich irgendeine Stadt falsch ausgesprochen habe. Ja, so kann es gehen. Das heißt Los Angeles, nicht Los Angeles, Frau Rakers. Ja. Um 2:30 nachts. Ja, ist der Chef. Ja.